ist doch zweispurig. Spielt keine Rolle. Der nimmt doch die rechte. Das spielt keine Rolle. Der kann aber auch den linken nehmen, oder nicht? Okay. Und zwar, was können Sie mir denn zum Reifen erzählen? Die Reifen müssen eine Mindestprofiltiefe von 1,5 Meter haben. Ja, hier, neben dem Twingo, also neben dem Schwarzen, bitte anhalten und rückwärts einparken. Niemals, die Parklücke ist gut. Wenn der Prüfer den nicht nehmen will. Fahren Sie bitte die Höchstgeschwindigkeit, die erlaubt ist. Hallo, liebe Fahrschüler. Hallo. Nach langem mal wieder ein Video von uns. Wir hatten wieder einen Prüfling gehabt. Die Prüfungssimulation kam ganz gut bei euch an. Zumal ich finde, dass es auch für euch etwas Gutes ist. Dann könnt ihr sehen, was Schüler wirklich falsch machen können in der Prüfung, wobei sie eigentlich wissen, wie es richtig funktioniert. Es war heute ein Schüler von Christian gewesen. Ich dürfte Prüferin spielen. Es hat Spaß gemacht, finde ich. War auch gut. Der hieß auch Christian. Genau. Und wir sind gespannt. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Vergiss bitte nicht, ein Like da zu lassen und vielleicht ein Abo auch. Genau. Und wo blenden wir nochmal ein, wie viele Leute gerade den Kanal abonniert? Genau. Also schön dran denken, den Kanal zu abonnieren. Bis später. Hallo, Jüld ist mein Name. Hallo. Sie sind? Mein Name. Herr Maler Chris. Anton. Anton? Maler Anton. Maler Anton. Doppelnachname. Okay. Aha, genau. Herr Maler Anton. Sehr schön. Freut mich. Wir fahren heute gemeinsam die Prüfung mit Ihnen. Das heißt für Sie, wir fahren wie in den Fahrstunden. Bitte erfinden Sie nichts Neues heute, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn nichts gesagt wird, fahren wir geradeaus. Wenn es geradeaus nicht geht, fahren wir nach, je nachdem, wie Sie vom Fahrlehrer gelernt haben, nach rechts oder nach links. Das entscheiden Sie dann selbstständig. Okay. Gut. Zu Beginn möchte ich Ihnen bitte drei Technikfragen stellen. Und zwar, was können Sie mir denn zum Reifen erzählen? Die Reifen, die müssen eine Mindestprofiltiefe von 1,6 mm haben. Es gibt so ein, ich würde sagen, Pinöppel, kann man dazu sagen, in der Reifenrille, wo man erkennen kann, wenn jetzt die, wenn das Profil darunter ist, dann ist die Mindesttiefe unterschritten. Okay. Genau, dann muss es einen bestimmten Reifenfülldruck geben. Das steht im Handbuch, wie viel da drin sein soll, oder im Türrahmen oder bei manchen Autos auch im Tankdeckel. Mhm. Dann sollte man schauen, ob die porös sind nach einer Zeit, ob da Fremdkörper drin sind, weil das nicht unbedingt heißt, dass sie, also wenn die Reifen, die können voll sein, obwohl da ein Fremdkörper drin ist. Und man sollte natürlich gucken, ob man Platten hat oder nicht. Mhm. Genau. Ja, noch was? Genau, es gibt halt Sommer-, Winter- und Allradreifen. Mhm. Dann gibt es eine Empfehlung. Man sagt O bis O, also Ostern bis Oktober Sommerreifen und danach dann halt Winterreifen. Ist aber nur eine Empfehlung. Winterreifen muss man drauf haben bei Minusgraden, wenn Schnee liegt. Genau. Okay, sehr schön. Gut. Können Sie mal bitte die Warmblinkanlage einschalten? Ja. Wie viele Blinker leuchten gerade? 6 Stück, 2 vorne, einmal an den Spiegeln 2 und 2 hinten. Sehr gut. Können Sie wieder ausschalten? Ja. Ja. Und dann schalten Sie bitte einmal das Standlicht ein. Ist eingeschaltet? Ja. Ich sehe das von Ihnen nicht, Christian. Jo. Ja? Okay. Mhm. Also die grüne Kontrollleucht. Sehr gut. Können Sie wieder auf Automatik stellen. Und dann können wir auch losfahren. Und wir fahren auch bitte heute nicht in Anlieger frei rein, nicht in verbotene Straßen und auch nicht in Sackgassen. Bitte nur nach Aufforderung. Okay. Sehr gut. Wollen wir mal.
hier heute überhaupt offen ist. Ja. Gleich der Tor da vorne zu. Ampel links bitte. Ampel links. Ich bin mal gespannt, wo wir heute hinfahren. Ich auch. Da ist ja nichts zurechtgelegt, doch. Fake it till you make it. Aber Wetter ist besser als damals, ne, mit dem Doka. Da hat es ja richtig geregnet. Ja, ne? Da war nicht ganz so schön. Ja. Habt ihr schon mal so eine Vorbereitungsprüfung? Mhm. Hast du dir das nicht angeguckt? Ich hatte keine Zeit gestern. Ach so. Also meine Schüler haben sich das von vorne bis hinten angeschaut, haben sie gesagt. Eine von mir auch. Also von der weiß ich halt. Mhm. Das ist sehr hilfreich gewesen. Ach, jetzt schaue ich mal nach was Falsches. Spaß. Nein. Geht ja nicht. Vor allem der Christian hat schön alles kommentiert, ob es gut war oder nicht, wo er durchgefallen wäre, ja, und nicht. Mit Bilder. Genau. Verschiedene Farben, mit alles drum drin. Wo gehören die Hände hin? Lenkrad. Ja, danke. Mein Gott, wenn die stehen, bei dir auch? Hör mal, 45 Minuten können die wohl aushalten, oder? Ich hab schwitzige Hände. Ja, ich hab's gesehen. Zeit. Ja. Schon mal gut für die Prüfe. Ja, das ist alles einkalkuliert. Ich habe dir schon erzählt, dass der eine Prüfer letztens erzählt hat, der hat seinen Schüler wegen der Lenkradhaltung durchfallen lassen. Echt? Ja, aber wenn die hier stehen, dann... Er hat sie durchfallen lassen. Nur deswegen? Also er hat gesagt, ich habe mich nicht mal auf die Autobahn mit dir getraut. Also was soll ich dann? Also ich sag ja, 45 Minuten könnt ihr aushalten, ne? Hände schön am Lenkrad lassen, bitte. An der nächsten Ampel wollen wir bitte rechts abbiegen. Das ist ja auch das Gute, ne? Die sprechen uns ja nicht ab. Und dann merken die auch mal wirklich, wenn die was falsch machen, dass man sich das nicht nur ausdenkt. Wie meinst du das? Ja, manchmal, da denken die Leute, ne, du erzählst dir irgendwas. Mhm. Aber das ist vielleicht gar nicht so. Ja. Nur wenn die das von zwei Leuten separat hören, ja, dann muss da ja irgendwie was dran sein. Ja klar, am Ende wird jetzt noch eine Meinung von mir haben. An der nächsten Ampel bitte links. Hast du auf die Uhr geguckt, wenn wir losgefahren sind? Ja. Gut. Genau, besser aufschreiben. Und mach die Kulle nicht immer so laut auf. Das ist kein gutes Zeichen für einen Schüler.
Fahrschule Rohrlehr? Hast du auch gedacht? Ja, natürlich, Rohrlehr. Ganz sieht lange. Auch, das sieht auch genauso aus wie Rohrlehr. Ganz lange, weil mir Rohrlehr einfach keinen Sinn gemacht hat, habe ich nochmal drüber nachgedacht. Genau, bis jemand zu mir meinte, hey, gibt's doch gar nicht, es gibt eine, die heißt Adler. Nein, nee, ich bin von allein schon drauf gekommen. Ja, ich nicht. Ja, die Schrift ist ein bisschen zu überdramatisiert. Hoffentlich sieht ihr das Video nicht. Sonst kostet da schon mal keinen Job mehr. Wird rausgeschnitten. Ja, genau. Mit dem Pieps. Dann sind aber heute echt lange rot. Und die ist immer so. Also hast du den Piepsalm gemacht? Ja. Gut. Das ist ja so ein Riesenknopf, ne? Oder wer war das? Ich habe einen Riesenknopf. So einen blauen, der leuchtet auch. Wie so ein Kühlschrank an der Ja, Ausfahrt. Ja. Eher wie so eine Steckdose. Denken Sie bitte an die Seitenabstände. Den er sich hingestellt hat, ne? Ja. Oder sie? Wahrscheinlich. Ja. Und dann auch noch so schräg. Mit deinem vielleicht, keine Ahnung. Dann wollen wir bitte links weiter. Wo ist der letzte Mal gefahren? Rechts abbiegen bitte.
Ampel links bitte. Hast du die Klima angemacht oder ist die gerade aus? Die ist an. Warum? Ist so warm? Ja. Es ist wohl kalt. Hier ist auch nicht warm. Mach mal da hinten den linken Lüftungsschlitz zu dir. Bist du immer so aufgeregt, oder? Ja, ich schwitze einfach immer. Achso, okay. Aber komischerweise nur bei so einem Wetter. Also wenn es heiß und trocken ist, dann nicht. Ich bin nur die südländischen Temperaturen. Rechts bitte. Wir fahren noch zurück zur Fahrschule, ne? Okay. Ja, wir können auch bis dann wieder aufhören. Nee, alles gut. Kommst du von der Fahrschule wieder weg? Von den Baustraßen? Ja, Bus und Bahn. Ja, oder von der Mark? Ja, auch Bus und Bahn. Ja, aber ja, TÜV ja auch mit Bus und Bahn. Ne? Ja. Achso, ja, vom TÜV. Joggst du? Ja, kann ich laufen oder halt mit dem Bus wieder an der Arbeit. Da fahre ich halt 5 Minuten. Sonst von Weiderich aus. Ja, ist nur die Frage, wie realistisch willst du das? Willst du an der Fahrschule enden oder am TÜV? Da musst du selber wissen. Ja, dann hätte mir das von Anfang an sagen müssen, Leute. Ist ja nicht schlimm. Dann machen wir Fahrschule. Ist ja kein wollen wir bitte rechts abbiegen?
schreibst nicht nur schlechte Sachen auf. Nein. Wir wollen bitte einmal demnächst parken. Fahren Sie bitte langsamer, wir schauen uns nach einer Parklücke um. Ach doch, so was nicht. Nee. Dann fahren wir bitte einmal links, oder? Hier ist hier noch eins? Ja, hier, neben dem Twingo, also neben dem Schwarzen, bitte anhalten und rückwärts einparken. Sag niemals, die Parklücke ist gut. Okay. Wenn der Prüfer den nicht nehmen will. Also lass ich den dann entscheiden. Natürlich. Stehen Sie gut? Ja. Haben Sie fertig geparkt? Ich könnte vielleicht noch einen Ticken weiter nach hinten, um ein bisschen mehr Abstand zu haben. Aber sonst ja. Könnten Sie dann so aussteigen? Ich könnte so aussteigen. Ja? Sollte noch mal gucken. Wollen Sie auf Auto nicht Parkbrett abstellen? Wäre das so, nicht besser? Ach so, ja klar. Ich lasse sie da nicht so machen. Also soll ich den Motor ausschalten, alles? Nein, Motor nicht ausschalten, alles gut. Okay, sehr schön, können wir bitte weiterfahren. Die sollen einfach nur sich vernünftig hinstellen und sagen, dass sie fertig sind. Dein Ernst? Ja. Warum? Ich mach das. Da waren noch nie Probleme deswegen. Okay. Also ich wurde schon gefragt. Echt? Ja. Warum hatte die eine mal bei mir die Feststellbremse nicht angezogen? Wurde sie auch drauf angesprochen? Links abbiegen bitte. Seitdem bringe ich jedem Schüler die Feststellbremse immer beim Parken bei. Das wird ja keine neuen Sachen erfinden. Ne, ist auch richtig. Nee, wusste ich ja nicht, dass er das nicht so macht. Alles gut. Es gibt ja auch Prüfer, die fahren nur einmal rückwärts halb in die Lücke und dann sagen die schon, okay, wir können ja, weiter. Ja, gibt's auch. Es gibt ja alles. Aber die neuen sind nicht so. Ne, die neuen holen Zentimeter am Aus raus. Ja. Hier heute. Nö. Boah, beim Duo kam man ja voll. Ja, okay, bei dem war schon. Boah. Aber das war auch ein anderes Viertel. Seid ihr da auch am Wochenende gefahren? Ja, ja auch am Samstag. Eigentlich.
Aber das war in Marxloh. Ja gut, da ist immer mehr los. Hier ist ja eigentlich recht ruhig. Leider. Ja, da war aber schon komplett... Ja, ja. War wirklich hart. Jetzt habe ich da noch Markt Samstag. Da ist alles. Ja. Vor allem kommen samstags auch wegen der Brautmeile ganz viele aus dem Ausland. Die kommen sogar aus Frankreich. Wir wollen bitte rechts abbiegen, haben Sie sehr schön erkannt. In die Sackgasse? Ja. Dann schauen Sie mal, dass wir umkehren können. Okay. Der hat natürlich auch gut geparkt. Ich würde diese Kommentare aber in der wirklichen Prüfung lassen. Ne? Ich glaube, da wird er sich auch nicht so fühlen wie jetzt. Schade. Während der Fahrt das ein bisschen hoch schmeißt. Mhm. Oder nicht? Oder einen blauen Einser hätte. Da geht's automatisch, ja. Oder wieso? Echt? Mhm. Ach, während der Fahrt stellt er sich noch ein. Ja, jetzt können wir runter. Fahren Sie bitte die Höchstgeschwindigkeit, die erlaubt ist. Links abbiegen bitte. Links bitte. Weil die Ampel noch rot war. Ich 50 gefahren.
Wie viel war denn erlaubt? 50. Was denn für Schuhe? Regengewinns. Zum bitte rechts abbiegen. Wieder so zerstört. Ne? Boah, ich kann meinen Kopf gar nicht mehr drehen. Ja, übertreib. Na, ehrlich, also bis hier ins Maximum. Das Auto, man sieht ja gar nichts vorne. Du willst ja sehen. Ja, wie schnell er fährt. Du hast ja nicht mal dein Tacho an. Ja, doch, klar. Ja, aber nicht das elektronische. Hast doch, du das ist an. Warum sehe ich nichts? Das ist sogar die große. Das geht da sicher. Hä, man sieht von hier nichts. Das ist doch besser so. Vielleicht den Lenkrad ein bisschen höher. Nee, bei mir steht jetzt ja direkt in der Mitte vom Wagen. Ja, dann ist bei dem Wagen hier auch richtig blöd. Das ist das erste, was ich bemängelt habe, als ich ihn neu hatte. Was denn? Ja, das die. Anzeige ist hier unten. Ja, aber der Prüfer sieht hinten nichts, ne? Keine Ahnung, aber man spürt halt. Aber hier ist sie ja wenigstens automatisch, dann muss man auch auf einem Auto, dann muss sich die immer erstmal einstellen. Oh. War aber auch ein Schaltwagen von hier. Wahrscheinlich hat er nur immer einer rumgefummelt. Ja. Nächste Straße bitte links abbiegen. Hier jetzt rein direkt. Ja. Vor dem Taxi bitte wieder links rein. Der ist wirklich so mit dir gefahren? Ja. Mein Gott. Wirklich jetzt? Ich kann Sachen ausdenken. Ja, ne. Ich sag doch irgendwann, ich sehe nicht mehr richtig. So, und dann wollen wir bitte einmal parken. Neben dem silbernen PKW anhalten und rückwärts einparken. Haben Sie nicht was vergessen? Winter.
Ja, alles gut. Nein. Gut, alles gut, wir wollen bitte weiterfahren. Okay. Jetzt erspeichere ich das. Der ist sogar nach links gefahren mit uns und hat gesagt, wir wollen bitte umkehren. Zweimal? Ja? Nein. Rechts weiter bitte. Aber wahrscheinlich auch nicht so halten. Ja? Mal rechts, bitte. Rechts abbiegen, bitte. Und direkt an der Ampel links, ja? Keine Rolle. Der nimmt doch die rechte. Das spielt keine Rolle. Der kann aber auch den linken nehmen, oder nicht? Okay. Prüfung vorbei, ne? Der kann doch auch den linken nehmen. Du kannst auch den linken nehmen. Wir wollen nur immer den rechten nehmen. So, weil ich hatte jetzt gesehen. Aber er kann ja wirklich einfach auch den linken, der kann sich ja entscheiden, aber ja, der ist ein Gegenverkehr. Du musst als Linksabbieger immer warten, okay. Immer. Wir wollen bitte auf die Autobahn Richtung Wesel. Hier rechts bitte. Sollen wir ihn jetzt am TÜV rauslassen, oder? Jetzt am TÜV raus? Ja. Durchgefallen bist du ja eh. Mensch, ist das so gut gelaufen. Ja, stimmt allerdings.
schwarze Auto für später. Wir wollen bitte die nächste Ausfahrt raus. Kennt man den etwa? Ha? Kennt man den etwa? Nee. Aber da wirst du gleich was zu hören. Die ist schön über rechts. Und dann machen wir bitte links weiter. Stimmst du denn so da hinten rum? Bist ja schlimmer als... Ich finde das immer so traurig. Ja, ist auch traurig, ne? Also, das ist die Realität. Vor allem die Spiegelbeobachtung, Schulterblick, alles ist super. So schnell kann es gehen. Aber zum Glück ist es ja nur eine Simulation. Das stimmt. Und merke ich mir fürs nächste Mal. Hat mein Schüler sich auch gedacht, er ist... genau in der Prüfungsstrecke von der Simulation ist er durchgefallen. Ach so, der ist die Simulation gut gefahren? Nee. Nein. Und dann nein, aber die Simulation war dieselbe Strecke wie seine Prüfung. Ja. Zufälligerweise. Ja. Und ist dann der gleiche Fehler? Er ist mir in der letzten Minute durchgefallen. Ärgerlich. Ja. Aber auch beim linksabbiegen Auto? Ja. Ich habe den ja sogar gesehen. War ja ganz hat er doch schon. Aber gut, wir sind noch nicht da, ne? Ein bisschen Konzentration. Machen wir bitte die zweite raus. Wollen wir bitte links abbiegen?
und links bitte auf den Parkplatz. Abschließen ist aber in diesem Auto nicht nötig, weil es automatisch geht. Okay, und wie würden Sie aussteigen? Ich würde erst mal gucken, ob ich aussteigen kann, ob ich Platz habe. Ja, zeigen Sie mal bitte. Okay, sehr gut. So, wollen wir jetzt mit den schönen Dingen anfangen oder mit den unschönen? Mit den schönen. Ist die Kamera eigentlich aus? Ja, die ist an. Die ist an. Okay. So, die Prüfung aber auf jeden Fall nicht bestanden, weil Ihr Fahrlehrer eingegriffen hat. Ja, ich sag mal jetzt du, ja, weil dein Fahrlehrer eingegriffen hat, der Christian, zu Recht auch. Ja. Weil egal, ob er den rechten oder den linken nimmt, ne, wir sind wartepflichtig. Mhm. Okay? Ja. Sehr gut. Dann das Zweite, was dir die Prüfung hätte vielleicht kosten können, war auf der Autobahn das schwarze Fahrzeug, wo der Christian nicht darauf hingewiesen hat. Weißt du auch warum? Ja, weil ich den überholt hätte. Genau, du warst fast dabei, ihn zu überholen, vor allem rechts zu überholen, ja? Mhm. Gut. Parken? Ist dir auch aufgefallen? Okay, gut. Also Parken war auf jeden Fall super gewesen, finde ich. Ne? Hast du gut gemacht. Vielleicht ein bisschen mehr nach hinten schauen, als immer so zur Seite. Deine Spiegelbeobachtung fand ich auch gut. Okay. Ja? Vielleicht jetzt hier ganz zum Schluss hast du den Schulterblick nach rechts nicht nochmal gemacht. Aber ja, gut. Ne? Bis dahin war ja alles in Ordnung. Deine Technikfragen hast du auch gut beantwortet. Ja. Möchtest du noch was Positives sagen, Christian? Nö, okay. Hast alles gesagt. Ja, sehr schön. Dann, was mir ganz zu Beginn, ich weiß nicht, ob, das Problem ist ja jetzt auch, vielleicht bildest du das nicht so aus wie ich. Na, ich sag jetzt nur, was bei mir zum Beispiel nicht gewesen wäre, ganz zu Beginn, als wir hier rechts abgebogen sind, nach Düssern. Links sind wir abgebogen. Links in diese 30er-Zone rein, ja? Ja. So, da bist du auf Höhe der Ampel rübergefahren. Sagst du da was? Sagst du da nichts? Ich weiß nicht. Ein Prüfer meinte, bitte nicht auf Höhe der Ampel durchfahren, rüberfahren, den Fahrstreifen wechseln, weil da eine durchgezogene Linie ist. Verstehe ich jetzt nicht. Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Aber da hat bei mir noch nie einer bemängelt, deswegen lasse ich das. Bei mir schon. Ja? Ja. Du bist, okay, wenn, ne, dann lass mal das raus. Kannst du auch rausschneiden, wenn du magst. Nö, so, dann fand ich da ganz zu Beginn, warst du vielleicht aufgeregt. Du hast auf die Seitenabstände nach rechts, ne? Das war ganz knapp mit den Autos rechts. Dann hast du mal die Höchstgeschwindigkeit überschritten, da habe ich geguckt, da hast du auch runtergebremst. Und dann war auch mal vielleicht 50 erlaubt, dann bist du ein bisschen weniger gefahren. Ich weiß nicht, aus welchem Grund auch immer. Mache ich immer, wenn ich sehe, die Ampel ist rot. Ja, also da war nichts mit einer Ampel, ich weiß schon, was du meinst, aber okay. Dann hast du einmal den Bordstein überfahren. Christian, wäre das ein Mängelgrund für dich? Wo meinst du denn? Als er Platz gemacht hat und dann ist er über den Parkplatz so gefahren. So, nee. Okay. War ja kein Bordstein, da war ja. Aber viel schlimmer war dann, als du den Spiegel eingestellt hast, ja? Weißt du noch, da bist du ja stehen geblieben. Dann hast du den schön eingestellt, dann hat Christian gesagt, bitte auf einer Geraden. Ne? Und dann sind wir ja rechts abgebogen. Kannst du dich daran erinnern? Ja. So. Da habe ich Schulterblick. Dann habe ich dir ja gesagt, bitte. Ja. Dann habe ich dir ja gesagt, bitte fahren Sie die Höchstgeschwindigkeit, die erlaubt ist. Genau, da war das. Ja. Da hast du mir geantwortet, hier ist 50, da war 30. Das ist ja genau gegenüber ist eine Schule oder ein Kindergarten oder so. Da hast du mehr als 40 drauf gehabt. Netto. Ja. Ja, genau. Wo der Mann seine Schuhe angezogen hat. Genau. Da war, vier, davor, da war 30. Ganze Stück ist 30. Oh. Und du warst, also von hier habe ich gesehen, schon über 40. Ja, genau. Da wäre auch eigentlich schon vorbei gewesen. Obwohl der Christian nicht eingegriffen hat. Okay. Hättest du da gebremst? Gebremst hätte ich nicht, nein. Aber für den einen oder anderen. Ja, klar. Du warst schon vorbei. Ja, für den Prüfer wäre vorbei gewesen. Ja, gebremst hätte ich auch nicht. Okay. Ja. Und dann vielleicht nur so mit dem Blinker beim Parken vielleicht ein bisschen eher setzen, wenn der Prüfer sagt, wir suchen bitte eine Parklücke. Okay, also schon beim Suchen. Genau. Ja, beim Ranfahren. Ja. Und sonst war's das. Im Großen und Ganzen fährst du gut. Ich würde aber, also das sind halt Fehler, die zum Durchfallen der Prüfung führen. Klar. Ja. Einer davon reicht. Ja. Na, entweder zu schnell oder rechts überholen. Genau. Ja. Oder was war das andere? Du hast ja gebremst. Achso, ja genau, beim Linksabbiegen. Ja. Waren schon drei Gründe heute. Aber gut, da wir den links abbiegen, das weiß er jetzt. Geschwindigkeit, das kann immer passieren, aber sollte natürlich nicht. Mhm.
Ja gut, ne? Und der Rest ergibt sich halt immer, ne? Je nachdem, wie nervös man dann gerade ist. Genau. Das weiß man vorher nie. Aber mach alles so, wie der Christian dir das beigebracht hat. Ne? Okay. So, die Prüfung ist beendet. Die ist leider nicht bestanden gewesen. Leider nicht. Leider nicht. Und vor allem, nachdem er den Fehler begangen hat und der Prüfer und der Fahrlehrer eingegriffen hat, jetzt letztendlich, daraufhin hat er dann noch mehr Fehler gemacht. Das ist das Problem. Wenn man einmal einen Fehler macht, dann darf man da nicht so viel drüber nachdenken, sondern einfach weiterfahren, solange das Auto halt weiterfährt. Wenn der Prüfer nicht anhält oder zurück zur Fahrschule fährt. Ja, okay, die wäre jetzt, du hast ja eingegriffen, die wäre auf jeden Fall. Ja, klar, aber wenn er nicht, also ne, ohne Eingriffen. Genau. Ohne Eingriff, bei kleineren Fehlern, die euch vielleicht auffallen, die der Prüfer vielleicht kommentiert während der Fahrt. Einfach weitermachen. Der meckert ja manchmal auch. Da sagt er, nee, das war jetzt Mist oder so. Oder letzte Chance oder allerletzte Chance, sagt er auch manchmal. Der schreit auch manchmal. Achten Sie bitte auf Ihre Abstände. Ja, kann passieren. Aber solange das Auto fährt, direkt wieder löschen, alles aus dem Kopf und weitermachen. Ja, und nicht Fehler sonst über passiert, Fehler. Genau, sonst passiert nämlich wie gerade. Erstmal beim Linksabbiegen der erste Fehler, dann beim Überholen auf der Autobahn von rechts natürlich. Fast. Wäre der zweite Fehler passiert. Ja. Das ist natürlich Mist. Genau. Gut. Dann hoffen wir mal, dass wir demnächst wieder einen Schüler haben. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Videovorschläge habt, was ihr von uns sehen möchtet, bitte immer kommentieren. Wir sind offen für alles. Wir können euch alles zeigen. Genau. Kommentiert, was das Zeug hält. Schreibt auch, ne, was euch gefallen hat hier an der Prüfungssimulation oder was ihr anders gemacht hättet. Genau, da haben wir auch ein Feedback. Genau. Wir sehen uns. Ciao.